Im Entlebuch hat vor vielen Jahren eine Bauernfamilie gelebt. Ihr Sohn, der Dani, war zwar ein sonniges Gemüt, aber immer bleich und schwach. Manchmal ist er fiebrig im Bett gelegen. Seine Eltern haben sich grosse Sorgen gemacht um ihren Bub. Eines Tages ist ein junger Mann aus der Stadt auf den Hof gekommen. Ein Medizinstudent. Er hat gefragt, ob er 14 Tage bleiben dürfe, um seltene Pflanzen und Kräuter zu sammeln. Platz haben wir? Wieso nicht? Der Bauer und seine Frau haben eingewilligt und einem studierten Mann aus der Stadt Obdach gegeben. Der Dani war rüdig neugierig auf den fremden Besuch und seine Welt. Komm doch her. Es ist nicht lang gegangen und die beiden haben sich angefreundet. Tagelang sind sie zusammen durch die Wälder und Wiesen gestreift und haben seltene Pflanzen gesammelt, die der Student mit der Lupe untersucht und in dicke Bücher gepresst hat. Ja. Manchmal sind sie bis tief in die Nacht bei Kerzenschein in der Stube gehockt und haben zusammen studiert und berichtet. Nach zwei Wochen wollte der junge Mann aus der Stadt zahlen und weiterziehen. Aber der gastfreundliche Bauer wollte nichts annehmen. Nein, alles für dich. Danke vielmals. Aber der Fremde aus der Stadt wollte der Familie unbedingt etwas zu lieb tun. Beim Abschied hat er darum Dani heimlich eine geheimnisvolle Wurzel geschenkt. Auf die muss er jeden Morgen, bevor der Göckel kreit, dreimal draufbeissen. Aber er darf es an keinem einzigen Tag vergessen. Du meinst, das nützt etwas. Danke vielmals. Ich werde dir helfen. Danke vielmals. Der Dani war misstrauisch. Er hat die Wurzeln sorgfältig versteckt, aber er hat sie nicht angelangt. Eines Tages hat ihn aber doch der Gewunder gepackt. Und noch bevor die Sonne hinter den Bergen aufgegangen ist, hat er heimlich dreimal in die geheimnisvolle Pflanze gebissen. Bald ist Wundersames passiert auf dem Hof. Der Dani hat zwar immer noch bleich und krank ausgesehen, aber er ist jetzt plötzlich stark gewesen wie eine Muni. Die schwersten Heuballen hat er ohne Mühe aus dem Stall getragen. Und auch die grossen Felsbröcken auf der Weide hat er im Handumdrehen auf die Seite geräumt. Die Eltern haben ihren Augen nicht getraut. Und sie haben sich die Verwandlung von ihrem Bub nicht erklären können. Schon bald hat man im ganzen Tal von nichts anderem mehr geredet als von Dani seiner Kraft. Bald darauf ist Zürnberg ein grosses Schwingfest angestanden. Die Entlebucher mussten gegen die stärksten Emmitaler antreten. Lang ist hin und her geschwungen worden. Einmal haben die gewonnen, einmal die anderen. Aber die Berner waren klar die Besseren. Ein Luzerner nach dem anderen ist zu Boden. Die Taler haben gelacht und haben sich schon als Sieger gesehen. Aber das Schicksal hat es wollen, dass im Schlussgang ausgerechnet der kränkliche Dani gegen böseste Emmentaler antreten musste. Der Emmentaler hat alles gegeben. Aber gegen Dani hat er keine Chance gehabt. Ohne Mühe und scheinbar nur mit halber Kraft hat ihn der nach kurzem Kampf ins Sagmal gelegt. Das Entlebuch hat nach vielen Jahren mit dem Dani endlich wieder einen Schwingerkönig gehabt.
Und er ist es noch viele Jahre lang geblieben. Die Zeit ist ins Land gezogen. Der Dani ist älter geworden. Und noch immer hat er jeden Morgen heimlich dreimal auf die geheimnisvolle Wurzel gebissen. Als er aber gespürt hat, dass seine Zeit langsam zu Ende geht, hat er gedacht, was soll ich noch mit dieser ganzen Kraft? Ich habe ja alles im Leben erreicht, was ich je davon geträumt habe. Er hat die Wurzeln genommen, ist im Wald und hat sie irgendwo an einer geheimen Stelle vergraben. Bald daraufhin ist er nach einem langen und erfüllten Leben gestorben. Die Wurzeln aber von austreiben und blühen. Man sagt, dass sie immer noch irgendwo im Entlebuch wächst und auf jemanden wartet, der Kraft und Hilfe braucht.